Oh ja, endlich eine Marke. Tim Crow. Russell Crow. Tim Crow, vielleicht sind die verwandt. Tim Crow, wer war denn das? Kann ich mich jetzt nicht erinnern, wer. Der war, glaube ich, Kanonenfutter im Film. Ah, der hatte Probleme raufzukommen, es war ihm zu steil. Schon ein bisschen ein älterer Jahrgang gewesen, das Alien. Ui, schau, wie weit der spucken kann. Er hätte mich voll angespuckt. Hey! Hey, hey. Alien hat's nichts ausgemacht. Also die Spucker sind mir nicht wurscht. Ich bin schon angespuckt. Die haben viel Schleim in sich. Braucht's einiges, bis die ausgeschleimt sind. Hey. Ganz schön schleimig. Aber befriedigend, wenn sie zerplatzen. Ui. Muss man aufpassen. Los, da rein! Da rein? Sag mir nicht, wo ich rein soll. Ich suche mir meine Löcher selbst. Ich traue dem Frieden nicht, weil letztes Mal war auch die Erkennungsmarke gleich neben der anderen. Wo rein? Ey, da rein. Da ist zu. Oh. Will aber da auch rein. So darf ich nicht. Rabe! Helm? Aha. Wieder so ein Tunnel. Leinentunnel. Wer hat das Licht ausgemacht? Ui, jetzt geht's ins Schiff, oder wie? Ist das jetzt schon das Schiff? Das Schiff? Von Alien? Eins? Sieht so aus. Wie ein Prometheus. Prometheus war scheiße, muss ich euch ehrlich sagen. Ich meine, grundsätzlich wäre es okay gewesen, aber... die Handlung... einfach so ein 0815. Da hätten sie wirklich mehr draus machen können. Viel mehr. Alles abgeschlossen. Wissenschaftler. Bin noch am Werk. Wenn wir die lautlos ausschalten, ne? Müssen wir wohl. Aber wie? Ich habe keinen Schalt. Ich habe noch immer keinen Schaltdämpfer gekauft. Ich Depp. Scheiße, ich glaube, naja, wieso rennt er nicht rein und löst den Alarm aus? Ist da keiner drin? Au! Noch einer, Gott sei Dank. Zwei wären zu viel gewesen. Actual! Wenn die es vom Planeten runter schaffen, verstanden, Winter. Mensch, du musst nicht immer so cool klingen. Kannst ganz normal sprechen. Gar nicht nötig. Kurzes Status-Update zum verfallenen Schiff mit dem Decknamen Origin. Der Kern ist stabil. Im Abgleich mit den Berichten, die wir von euch erhalten haben, scheint es, als wäre die Origin größtenteils erhalten seitdem. Wie war's? Seitdem? USCSS Nostromo. Oh! 50 Jahren auf die Origin. Nostromo. Sogar die meisten Eier sind noch intakt. Wenn es mich etwas anginge, eines fehlt. Ich ausbeuterischen Idioten sagen, dass ihr euch selbst und dazu eine ganze Menge Unschuldiger umbringen werdet. Aber da mein Shuttle morgen startet und ich mit diesem Projekt genug Geld gemacht habe, um mir ein eigenes Land zu kaufen, sage ich, boah, viel Glück mit all dem. Nicht schlecht.
eigenen Planeten. Ja, ein Alien fehlt natürlich, weil das hat den John Hurt infiziert. Wie hieß der doch schnell im Film? Der gute John Hurt. Hab's vergessen. Oh, wie peinlich. Konnte ich das vergessen? Eigentlich unverzeihlich, dass ich das vergesse. Boah, der ist auch zerplatzt. Wie ein Alien. Ich glaube, die kommen jetzt unendlich. Mal schauen, wenn der jetzt, wenn jetzt noch eine Zweiergruppe kommt, dann muss ich stürmen. Nee, siehste? Kein unendlicher Spawn. Ja, genau, da waren sie. Schau dir das an. Wahnsinn. Also das hat einen Bonus verdient. Geil. Da haben sie sich abgeseilt. Da haben sie sich abgeseilt und sind dann darunter. Und der John Hurt, den hat es dann erwischt. Dann haben sie ihn off-camera zum Schiff zurückgetragen und die gute Ripley wollte sie nicht reinlassen. Und der Dallas, der Bot, hat sie trotzdem reingelassen. Natürlich. Er musste es ja. Die habe ich auch ein bisschen aufgerüstet. Das hätten sie tun sollen. Was eigentlich komisch ist, weil der Dallas... nicht der Dallas. Was sage ich? Was rede ich für einen Scheiß? Der Dallas ist ja da, war der Captain. Der war gar nicht eingeweiht. Der war nur ein bisschen bestochen. Der Ash war es, glaube ich. Ash hieß er. Der Android. Also der synthetische. Wie man hier sagt. Im Alien-Jargon. Der synthetische hatte die Aufgabe, das Alien nach Hause zu bringen und war gar nicht auf der Mission dabei, was eigentlich eigenartig ist, anmutet, weil der weiß ja nicht, ob die das dem Folge leisten, wenn sie nicht eingeweiht sind, was sie tun müssen. Das hat eigentlich auf Zufall beruht, dass sie infiziert werden. Es war ja nicht gegeben, dass sich wirklich einer infiziert und dann wären sie leer ausgegangen. Und der Ash hätte versagt. Also hätte er eigentlich mitgehen müssen, aber er war der Wissenschaftsoffizier und naja, vielleicht war das nicht im Protokoll drin, dass die mitgehen. Oder wollte er mitgehen und der Dallas hat ihn nicht mitlassen, das kann auch sein. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung. Was ist jetzt? Was hat denn da so gekickt? Oh, das ist ein Heavy. Ich glaube, ich gehe lieber in Deckung. Noch einer. Jetzt ist meine Rüstung weg. Mein Leben auch gleich. Oh Scheiße, die schießen ja durch da. Schnell rein da. Oh Gott, was soll ich denn das machen? Oh, jetzt hat's mich... Hast du das gesehen? Völlig zerploppt. Alles abgefallen. Beine. Sogar der Hansemann. Oh Scheiße, von hier. Na, das war cool genug. Jetzt habe ich die ganzen Eier umsonst zerstört. Gut, das werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich glaube, das war sowieso ein Bonus. Es war nicht nötig, die Eier zu zerstören. Bin ich aufgestiegen? Wieso? Bin ich vorhin auch nicht? Oder zählt das sogar nach dem Tod? Ich sollte vielleicht vermeiden, jetzt getroffen zu werden, weil ich die Rüstung noch sehr gut gebrauchen kann. Ich geh mal hier rein. Scheiße! Meine Rüstung ist weg. Das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Wieso verwende ich eigentlich kein Kampfgewehr? Ich voll Idiot. Ich Rindvieh. Kurzer Status-Update. Oh Gott, bin ich blöd. Ich hab doch ein Sniper-Rifle. Was soll denn der Scheiß?
Schau, wie leicht das geht. Muss auch nicht jedes Mal neu laden. Wow. Ja, meine Eier sind intakt. Lass es dir versichert sein. Rücks aus. Schlechte Entscheidung. Was blöde ist, naja, 78 Schuss ist für die Waffe eigentlich sehr viel, weil man nur maximal 2 Schüsse braucht. Für einen letalen Kill. Wow, das ist jetzt schnell gegangen. Oh, sorry. Hab die Tür. Oh! Ich will das nehmen, Mann. Ist das so schwer zu begreifen? Spiel. Du Spiel. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Ein Feind weniger. Ja, treffen muss man schon noch. Ganz. Ich schieß einfach blind. Oh. Bei so viel Munition. Wer schießt denn da wie ein Wahnsinniger? Das treffe ich ein bisschen weniger komisch, obwohl ich. Wo das Fadenkreuz in der Mitte ist. Man weiß nicht, wo der Schuss auch immer hängen bleibt. Das ist ihnen nicht ganz gesagt, dass da nicht irgendein Geländer dazwischen ist. Das ist immer so blöd, man schießt und dann bleibt der Schuss an irgendwas Komisches kleben. Komischem kleben. Wie hoch ist in der Wirklichkeit die Wahrscheinlichkeit, dass du auf jemanden schießt und du triffst genau das Geländer hier? Das ist in Spielen sehr hoch. Zu hoch. Für meinen Geschmack. Jetzt bin ich sogar wieder voll. Was sagst du dazu? Alles voll macht er mal. Bin ich hier richtig? Nee, ich bin im falschen Aufzug. Zumindest bin ich nicht im falschen Film. Ist ja auch schon was. Ich schaue nur nach Erkennungsmarken. Die werden sie ja nicht immer gleich so offensichtlich hinlegen. Nee, da ist nichts. Ich sehe zumindest nichts. Okay. Wir können. Hoffentlich kriege ich einen Kontrollpunkt. Das würde meinen Nerven sehr zugutekommen. Also bisweilen keinen Kontrollpunkt. Wieso fahren wir eigentlich darauf? Was ist denn da oben? Also. Das ist dann. Kommen wir hoffentlich zu dem Kommandostand. Wo der Riesen-Alien eingefroren, also der Verkrustete war da drin. So tief haben sich die damals abgeseilt? Nee. Die waren ja bei dem. Die Crew. Die Außencrew. Ah, Kontrollpunkt. Was machen die alle hier, hä? Sind ja Horden. So viel. Die kann man ja gar nicht alle ernähren. Im Grunde. Unrealistisch. Bin voll, wirklich? Maschinenpistole ist das, okay. Mein Fehler. Soll ich wieder mein Kampfgewehr? Das Pulsgewehrgeräusch stockt mir. Ich kann es gar nicht oft genug hören. Aber ich habe schon des Öfteren bereut, es verwendet zu haben. Statt des Kampfgewehrs. Wirklich? Raum nennst du das?
Das gibt Raum für Interpretationen.